neue Runde Baba-Memes sein. Let's go, noch eine Runde Baba-Memes. Richtige Ochsen, Weicheier und Lutscher. 99%. Okay? Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Kann das sein, dass Kevin da richtig reingekackt hat und er eigentlich machen sollte? Nikolas jetzt wieder am Mic, Friese nicht gestylt, Boxershirt in weiß, riding in the bed. Ex-Wahl, Cola mit Menthol. Yo, gar kein Problem. Und zwar habe ich hier die Cola bereit und hier die Mentos bereit. Erstmal esse ich auf jeden Fall die Mentos und dann kippe ich die Cola hinterher. Ich tue mir erstmal die Mentos in die Hand rein. Oh nein. Jetzt geht's los. Jetzt nehme ich erstmal die Mentos in den Mund. Und Cola hinterher. Einfach schlagen, dann geht's wieder. Oh mein Gott. Bruder, wie war Hochzeit? Bruder, gut, mein Onkel hat einfach übertrieben. Oh fuck. Die Party geht los, 10 Kaffee da. Ruf Krankenwagen, Bruder. Los, 10 Kaffee da. Ich hab mich mies geschnitten, Bruder, in meinen Finger. Ich schwöre auf Koran, ruf Krankenwagen, Bruder. Nein, Krankenwagen. Bro, er wollte gerade den dicksten Gangster-Rap raushauen und wegen so einem Riss, Bro. Kurz den Onkel wach machen. Komm schnell, yalla! Oh mein Gott. Einfach Subway Surfer. Ein YouTuber und wir verschenken das neue iPhone 11 Pro. Okay. Und alles, was du dafür machen musst, also ich habe so einen Riesenlutscher, ja, und du musst ihn sozusagen nur in den Mund nehmen. Und wenn du es schaffst, dann kriegst du das iPhone 11 Pro. Ja, schaffe ich. Okay. Jetzt, oh, Digga, muss ich los, Alter. Nee, safe ist das. Okay. Ganz viele kleine Lollis drin. Nee, wenn dann richtiger, weißt du, wie ich meine? Bin ich die Einzige, die immer so ein Tuch auf ihre Pizza macht und dann so das Fett da abtupft, weil mir das einfach sonst viel zu fettig ist? Hä? Oder bin ich einfach nur krank? Ist einfach nur dumm. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, Bro. Okay. Was ist das? Ist das so eine Oculus Rift? Wenn man um 21 Uhr noch draußen chillt. Ach du Scheiße, Digga. Guck mal, er denkt, er ist bei GTA. Guck mal. Kam und die Tür zuging, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin zum Fenster gegangen, hab den Vietnamesen zu mir gerufen, als wenn ich ihn schon Jahre kennen würde, wo ich ihn gar nicht kannte. Meinte, komm her, Onkel. Haben aus dem Fenster geguckt, meinte, wie brechen wir heraus? So, das war das Erste Freistunde, auch am nächsten Tag Hofgang, bin ich direkt zu den Russen gegangen und hab mit denen gecheckt, so, ey, was machen wir?
was gibt's hier für Wege? Was gibt's hier, was kann man machen? So, ich hab gar nicht akzeptiert, dass ich drin war. Ich dachte so, ey, ich bin hier sofort raus. Wo ist dein Vokabelheft? Okay, also, Hatar wollte ausbrechen aus dem Knast. Er dachte, er kann ausbrechen am ersten Tag. Auch noch am ersten Tag. Er hat diesen Chinesen, hat er gesagt, zu sich gerufen, er wollte direkt einen Plan schmieden. Ey Jungs, ich hab ein neues Duschgel. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Also folgendes Problem. Alles gut verbunden. Kann man gut an- ausmachen. Aber da kommt der Wasserkocher dran. Bro, hä? What the fuck? Hä? Soll ich dir die Hand geben oder soll ich sie umarmen? Hand geben oder umarmen? Digga, das wird mir zu viel. Wallah, ich werd nervös! Ey, der Hurensohn klingelt jetzt hier. Da gibt's einen auf die Schnauze, Digga. Ja, okay, also. Wie schlecht! Ey, da ist so eine Frage gewesen, ne? Willst du mal mit Julius zusammenkommen, ne? Mhm. Aber wir sind doch nur Bros. Gib doch Jack. Bros. Forever, ne? Mhm. Hallo. Sag doch jetzt. Was denn? Bros forever. Jetzt sollst du was dazu sagen. Was soll ich dazu sagen? Sag, du bist der beste Bruder. Na, ja, lass schon Ruhe, Mann. Wir sind Bros. Nochmal. By the way, die sind jetzt verlobt. Er gibt sogar noch. Also die sind for real verlobt, obwohl die beide 16 sind oder so. Das ist offiziell. Okay? Ja. Die sind Bros. Coronavirus. Virus. Virus.